Wenn ich ein Mann wäre, würde man mich nicht ernst nehmen, wenn ich vom Missbrauch spreche. Man würde sagen, ich solle mich doch glücklich schätzen mit einer Frau und mich fragen, ob ich schwul sei, wenn ein anderer Mann sich an mir vergeht. Wenn ich ein Mann wäre, müsste ich mich selbst verteidigen und dürfte kein Opfer sein. Mit dieser Erwartung würde es mir schwerfallen, Hilfe zu suchen und über Erfahrungen zu sprechen. Wäre ich ein Mann, wäre der Ausdruck von Gefühlen Schwäche. Also würde ich meine Emotionen unterdrücken, mit den Folgen eventuell Depressionen oder Angststörungen zu bekommen. Wäre ich ein Mann, müsste ich in den meisten Fällen die Rolle des Versorgers erfüllen. Versagen würde als persönliches Scheitern angesehen und als Unfähigkeit, meiner Rolle gerecht zu werden. Wenn ich ein Mann wäre, wäre ich unverwundbar. Zumindest ist es das, was erwartet wird. Das würde zu wenigen Vorsorgeuntersuchungen führen und einem höheren Risiko für unbehandelte Krankheiten. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich mir wünschen, dass die Welt eine andere wäre. Gleichberechtigung bedeutet nicht nur die Beseitigung von Nachteilen für Frauen, sondern auch die Schaffung einer fairen und unterstützenden Umgebung für Männer. Nur so können wir eine wirklich gerechte und mitfühlende Gesellschaft schaffen, in der jeder unabhängig von seinem Geschlecht frei und erfüllt leben kann. Und wäre ich ein Mann, würde ich mir das wünschen. Wäre ich ein Mann, wäre ich trotzdem Feminist.